So, herzlich willkommen zum 10. Let's Play von Uncharted 4. So, und wir müssen unten jetzt zur Villa runter. Ich glaub's Dann nicht, dass ich geht's draußen bin. dann erstmal Ich los. glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir Ja, auch nimmt einen so. anderen Weg. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja. Die Sehenswürdigkeiten. Jo, damit auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ist das normal, dass der anderen Weg. Ne? Jetzt ist er plötzlich bei uns, okay? Ja. Na gut. Ja, jetzt gibt es erstmal eine schöne Kletterpartie. Und dann hol die Kletterschuhe raus. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Und zack. Schon wieder daneben. Daneben. Also auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Zack. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Im zweiten Anlauf. Uiuiui. Ui, oh, oh, ui. Beim Lenken. Ui, ui, ui. Da unten wäre noch ein Kleiner gewesen, da. Siehst du? Oh, Alina, das normale runterfallen lassen, ne? Ja. Das tut richtig in der Arme weh. Ja. Da müssen wir auf unseren Kollegen warten. Bestimmt. Die Brücke sieht irgendwie gerade so stabil aus. Ne, ein bisschen wackelig. Ja, ist da die. Sieht man Stahlträger drin. Holzträger sind da drin. Jo, da haben sie noch Holz verbaut. Sind die jetzt im Weg? Ja, genau. Okay. Genau. Okay, auf geht's. Ich fasse dir mal schnell eine Schulter, ich muss mal darüber. Ja. Na klar. Ist ja nicht schwer genug, ja. Nö. Kannst du runterklettern und hier rüber. Ah, hier unten muss ich mal runter. Boah. Uiuiui. Was ist denn heute los mit dir? Heute so knapp wieder? Ja. Okay. Und Tor. Ah, das Komische ist ja, der macht das Seil einfach mal so ab, ja. Jo. Das Seil war ja fest, aber mitten beim Schwingen macht der Seil runter. Jo. Das ist auch irgendwie komisch. Nicht so lang. Ey. Umdrehen. Na, lauf. Was oh ja, voll die coolen Typen, geil. Ja. Was habt ihr denn da? Die brauchen wir gleich mal. Ja. Die fühlen sich voll cool hier, die Band. Ja. Ja, los, rin, rin, rin und Brit zu, aber ganz schnell. So. Ja. Okay. Eine Banane in der Hand, dann fühlen sich wie die coolsten. Echt mal, ja. So ein großer gleich dann. Ja. Und wenn ich das auch schon mehr sehe, dann kriege ich auch schon wieder Hunger, ey. Ja. Schön viel Zucker haben sie hier, ey. Da ja. Können sie eine Zuckerplantage machen. Ja, hier wirst du ordentlich satt, auf jeden Fall. Ja. Glühbirnen hängen dran, Äpfel, wenn ich das richtig gesehen habe. Läuft doch. Der Duft von Zitronenbäumen. Zitronen sind das, aber. Okay, die sind auch cool. Deine Dinger. Zusammen. Jo, voll die Werkstatt haben sie, ist ja geil. Jo. Dann haben sie bestimmt einen PS-Auto getunt, so wie es aussieht. Ja. Ein steht ja da von draußen schon. Dann ein PS-Auto. Ja. Auf was wartet denn der Typ da eigentlich? Der wartet auf dich, oder? Diesmal umgekehrt. Okay. Und zack, rüber da. Oh, direkt an die Brücke ran. Ja. Okay, das geht auch noch. Na, soll ich dir einen Brief schreiben oder wie? Das Land eine Schmerz hatte. Warum denn mal so viele Jahre braucht der? Jo.
Er sollte mal ein bisschen Training machen. Fantastischen Funde, die ich verpasst habe. Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber. Oh, dann ist die Stadt. Tja, ho. Schöner Ausblick. Oh, jetzt sehen seine Kamera auch noch hinüber, ey. Hast du kein Handy oder so? Mit dem Handy kannst du schon ein paar kleine Videos drehen. Ältere Leute kennen sowas noch nicht, ein Handy. Guck mal, wie jung der noch aussieht da. Hier, der kennt das wohl nicht mehr. Der war im Knast gewesen. Das ist das nächste Problem. Ja. Das ist klar, dass er die Entwicklung nicht mitbekommen hat. Ah, oh, hier geht's lang. Wer weiß, was für ein Handy der hat? Ja, Nokia 3310. Ja, na klar. Vielleicht doch das 3330 oder so? Ja. Na, wo bist du? Boah, braucht der lange. Das K510i von Sony glaube ich wohl weniger. Das Problem, das konnte er schon Bilder machen. Ja. Was kann dein Handy alles? So. Mindestens Fotos, oder? Ja, mindestens. Fotos auf jeden Fall. Und vielleicht ein paar kleine MP3-Dateien abspielen. Klein, naja, klein ist das nicht gerade. Ja. Eine MP3 hat ja schon 1 Megabyte. Was macht dein Handy? Pro oder wie? Ja. Das Gute ist, meine MP3s, die haben alle so 10 Kilobits oder so, mindestens haben sie. Aha. Naja, die Lieder sind auch 3 Minuten lang. Na, was ist mit dir da los? Willst du dich aufhängen oder wie? Guck dir an, wie er da hängt. Ja. Hat auch Langeweile. Jo. Genau. Ist er rübergeschwebt oder wie? Ja. Man muss ja nicht gleich übertreiben und gleich eine 4K Blu-ray auf dem Handy machen, aber ein bisschen sollte man schon auf dem Handy haben. Jo. Mein Kollege ist ja hier so, der macht sich gerne 4K Blu-rays auf dem Handy. Ja. Auf seinen Galaxy J7. Nee, falsch, das ist ein Samsung Galaxy A7. Also, genau. Nein, ein großes Display hat das ja, also für Kino macht das schon lauter. Das J7, das hätte für diesen Zwecken, wäre das nicht geeignet. Nicht so doll gewesen. Danke. Nathan? Nathan? Was? Ja, die Anzüge müssen sein. Genau, das da drin sind an. Los, weg damit. Ja, das ist so edel, dass man damit mit einem Overroll da reingeht. Ja. Obwohl die Anzüge auch schon eine Beleidigung sind für so eine fette Villa da. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Wir haben wenigstens Watt an, um vernünftig auszusehen. Finde ich wieso auch die dämlich, warum die Männer immer nur Anzüge haben. Und die weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine Voll die fette Havanna, ey. Ja. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Boah. Dreh wieder um, ist so viel Prunk. Ist so edel da drin, dreh wieder um. Also da kann man die Taschen gut voll machen. Mit. Ja. Jo, das andere Teil, wo wir den Jana Hälfte verloren. Kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Boah, na klar, hier voll die fetten Boxen haben wir dran, ey. Ja. Mit 3 Hochträgern. Laufen ja auch nur ein paar hundert auf. Was spielen okay, der mit ab? Okay, aber wir müssen sie nur ablegen. Möchte ich auch gerne mal hören. Wie, bestimmt wegen des Orchester hier, dieses Klassikorchester da und ein Sinfonieorchester. Das waren sie von der Disco nicht verwenden? Nee, das wollen eher weniger. Ja. Die weiß ja, die DJs, die sie da verwenden. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem. Boah. Strom. Das hier, da oben.
Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Ach, wir können uns hier also drin gut bewegen. Ey, guck dir den Marmor an, ey. Ja. Sieht immer gar nicht, ey. Ja, ich sag, das ist so viel Punk. Such den Eingang wieder raus. Ich kleiste gleich mal die Fliesen ab hier. Ja. Oh, ey, die sollte mal ein bisschen was essen, ey. Ey, wie kann sowas hier nur hier rumstehen, ey. Hier, guck dir das an, ey. So eine Lady will ich niemals haben wollen, ey. Und den ist eine Strande. Wir stehen ja nur als Brust und das war's ja. Ihr könnt was machen. Da sieht die hier schon besser aus. Und da ist wenigstens etwas dran. Und dieser etwas, ja, etwas älter. Das geht. Schau mal, man kommt nicht runter hier. Ich will mir unten die Boxen angucken. Was für eine Marke das ist, da. Ja, zwei Stück haben sie davon. Und wo ist der DJ? Ne, da oben sind auch nochmal zwei. Vier Boxen haben die. Ja, die obere Etage will auch was hören. Ja. Und du weißt ja, die Promis mögen besonders ein Format, ja. Ja. Und glaubt man nicht, dass die da DSD-Dateien und Flakadieren so was abspielen? Nein. YouTube MP3, genau. Mit 32 Kilobits komprimiert. Das soll sich auch lohnen für die Ohren. Weil die Reichen, die lassen sich doch nicht mit Schallplatten verwöhnen. Das machen nur wir. Voll die Ranke, ey. Mhm. Ja, also hier kann man niemanden schon entsorgen. Einen von den Wachen oder so. Jo, der fährst das mal fettes Gold an, ja. Jo. Na, kriegst wohl die Taschen nicht voll genug, ja. Wiegt ja nichts, das Gold. Ist federleicht. Jawohl. Hat sie gesehen. Klar. Ne. Nee, das hat keiner gesehen. Ja. Ja. Guck dir die Lady an, ey. Gleich mal runter damit. Die kriegst du nicht runter. Ja. Guck mal, die ist so dünn, ja. Die kriegt er hier mit einer Hand hier oben. Ja. Dann wird die rumgeschleudert und dann zack, machst du mit dem Kopf einen Kronleuchter drin. Ja, dann leuchtet so zu doll. Ja. Hier, guck dir die Tische an, ja. Voll die Tischhosen ja. Da drauf. Was sollst du gerade? Rotwein? Oh, hier. Ja. Guck dir den Oberlippenschnorr. Jo, einen kleinen JBO-Bart hat er dran. Ne? Ja. So sieht der Typ eigentlich nicht schlecht aus. Sieht cool aus. Aber der kleine Mini-Bart und ne. Lass ihm mal einen richtigen, vernünftigen Bart wachsen. Da gibt es nur einen Haken, hier rennen keine Mittler rum, du siehst, was hier los ist. Ja. Boah, hier, der hat auch Langeweile hier. Ja. Der kommt will gleich durch, zuschlagen, ja. Oder? Wurde lang. Dachte, du kommst da nicht durch. Sie den Weg versperren. Die lesen man gar nicht, wenn ich da in der Nähe bin, nur die Männer. Dann kommst du leider nicht hin, oder? Ja. Aber der sieht voll, guck mal, voll der klassische Reiche ist das hier. Ja. Voll Klischee. Tja. Fehlt nur noch die fette Havanna und die Taschenuhr und so hat alles. Ja. Und eine fette Smartwatch am Arm. Und dann noch ein fettes, vergoldetes, welche Handy willst du? Ach, nimmst du. Meistens haben die iPhone. Ein iPhone ja, 10X oder so. Gut, immer das vergoldet. Ja. So, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Let's Play dann erstmal war.
Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und danke fürs Zugucken.